Falls Respawn kommt. Was ich jetzt nicht gebrauchen kann in der Endphase. 99% gleich steht er auf. Entweder reicht der Störsender, den er drin hat, oder er kriegt noch einen kleinen. Dann gehe ich kein Risiko ein. Bei 200 kriegt er noch einen kleinen, aber es müsste eigentlich langen. Und dann hoffe ich, dass ich ihn noch einpacken kann, schnell. Talente und so weiter kann ich mir später angucken. In Ruhe, oder wenn er in der Tasche ist, glaube ich, geht das auch. Damit ich die 100 rücken kann. Falls ihr es noch nicht wisst, wenn er unterdrückt wird, fällt er auf Level 1 zurück. Er ist jetzt Level 25, hat 44 Rucksackblitze, 21.825 Leben, 372 Ausdauer. Aber wenn er getamed ist, fällt er auf Level 1 zurück. Nur zur Info, falls ihr das noch nicht wisst. So, es hat ganz gut geklappt, ist bei 79,1% gefallen. Habe ich Glück gehabt. Da steht er. Jawohl. Ganz schnell. Unterwerfen. Also er hat 41 gebraucht und ab in die Tasche. Jawohl. So, jetzt kann ich auch wechseln. Wieder auf den Tropf. Da hinten steht der Vickers, der Fernkämpfer mit Gas.
Nehmen wir mal mit. Öl will ich jetzt nicht. Von hinten. Thank you.
Ja, ich hab den Wicker. Gift macht ganz schön Schaden. Gut, dass ich schon die großen Weltkids kann. Vickers Level 30.
Ihr seht, der geht wesentlich schneller. Ich muss mich mal wieder muten. So ist das. Gemacht. Ein Haus hier habe ich alles gelootet.
seht ihr die beiden. Wenn alles gut geht, komme ich mit 3 Tanks nach Hause. Talente, ja, weiß ich nicht. Der jetzt auch einen großen. Der ist bei 44%. Tame Nummer 1. Und da kommt ein Kroko. Leider habe ich die Kettensäge zu Hause gelassen. Habe ich den schon? Ja. Prozent, die Hälfte hat er gleich. Das wusste ich nicht. Ja, Krokodileier, ja. Aber sehe ich das erste Mal. Wir können wesentlich mehr Fleisch kriegen, aber das Fleisch einfach
liegen lassen. Wo wir Fleischmangel auf der Insel haben. Aber die nehmen Gott sei Dank Fisch.